Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 und weiter geht es in Leverkusen beim Tabellendritten. Ein Topspiel kann man das jetzt nicht gerade nennen, sind ja Dritter, sind ein paar Punkte hinter uns, aber in Leverkusen haben wir letzte Saison meines Erachtens verloren. Muss noch kurz auf Heiter umstellen, genau, die Mannschaftsaufstellung lassen wir mal so. Ich weiß gar nicht, letztes Spiel hatten wir zu Hause, glaube ich, gegen Köln oder gegen... Ne, gegen Lissabon? Ne, keine Ahnung, oh Gott, gegen wen war das denn? Ich glaube gegen Kaiserslautern im Pokal, ne? Dieses 6-0 war das, glaube ich. Ach, ich weiß das nicht mehr. Keine Ahnung. Jetzt gilt es in Leverkusen einfach nachzulegen. Und wie gesagt, ein bisschen Rache, ne? Weil letzte Saison die Niederlage in Leverkusen hat schon wehgetan. War zwar noch am Anfang der Saison, aber trotzdem war nicht schön. Das erste Schuss! Oh, rum. Aber wir sind dran. Den haben wir noch. Pogba. Nochmal Robben, geht an Wolfscheid vorbei und da ist... Ja, jawohl! Mario! Der Mann zugechallt, der ist wirklich überall. Guck mal, da brauchst du... Der setzt sich überall durch. Das ist echt ein krasser Stürmer. Also für kein Geld der Welt würde ich ihn abgeben. Echt. Kein Geld der Welt. Der ist echt so ein Mega-Stürmer in FIFA. Der hat echt richtig gute Werte. Steht halt immer richtig, ne? Steht immer da hoch. Jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Und spielt den Fehlpass auch noch. Oh, oh. Robbie Cruz, der ist auch nicht mehr bei Leverkusen. Der ist bei... Ach doch, klar ist er noch bei Leverkusen. Mein Gott, aber der hat einen Kreuzbandriss. Vorher war er ja bei Düsseldorf. Und jetzt angeblich gut genug für Leverkusen. So, Mandzukic. Der Vorteil an Mandzukic ist auch, dass er wirklich überall spielen kann. Also den kannst du auch zur Not rechts außen... Oh, Achtung! Rechts außen oder so einsetzen. Kein Foul, aber Kießling mit dem Ausgleich. Da habe ich mich nicht konzentriert. Jetzt geht das los in eine andere Richtung. Also wie gesagt, um das Thema Mandzukic jetzt abzuschließen, den kannst du wirklich überall einsetzen. Ich glaube, zur Not könnte er auch, wenn überhaupt nichts mehr geht, könntest du den auch ins Tor stellen. So, Ribéry. Ja, verzogen. Vertan, sprach der Hahn. Wie Frank Buschmann jetzt sagen würde. Hör, ja, das sagt doch mal die Breitmann. So, Begovic haben die im Tor, nicht mehr Leno. Wo sind denn all die guten Torhüter hin, ey? Zieler weg von Hannover. Leno weg von Leverkusen. Leider kein Bock mehr auf die Bundesliga, oder was? Zu schlecht. So, das ist Bönisch. Was macht denn da Thiago Silva mit vorne? Aber egal, wenn sie schon mal so viel vorne sind, dann können sie auch mal einen Konter starten. Martial. Ach, so doch nicht. Das ist Thiago Silva, da ist Philipp Lahm. Ribéry, Martial. Pogba. Martial schickt Pogba. Komm, den kriegt. Ach, Mensch, den muss er auch irgendwie kriegen, ey. Oh, nee. Bender, Kießling. Oh, da kommt wieder nicht ran. Guck da oben. Achtung, Son. Bender, Bönisch. Ist wieder Bender. Also Leverkusen kommt jetzt besser in die Partie. Naja. Muss den haben. Hat er auch. So, jetzt der weite Abschluss. Das ist ja auch die Stärke von Neuer. Genau. Schöne Laufverlängerung. Ey, Foul. Da gibt da keinen Foul. Aber jetzt pass auf. Wenn ich bestimmt irgendjemand berührt, das meine ich mit Mandzukic. Der holt sich von überall die Bälle wieder. Kein Foul. Natürlich nicht. Warum auch? Ist ein Bayern-Spieler. Muss ja nicht pfeifen. So, Hilbert. Oh, da steht ja noch einer. Cruz. Schön passenden Lauf von Reinhardt, aber das ist Thiago Silva. Oh! Ging fast in die Hose. Aber Abstoß. Oh, es ist eine ganz heikle Angelegenheit. Jetzt Leverkusen attackiert doch jetzt viel früher. Guck dir das an, ey. Götze. Toprak. Da ist Rolfes und da ist Robbie Cruz. Jetzt ist da keiner auf der Außenbahn. Jetzt kommen da zwei Leute. Und Alaba klärt. Und Pogba. Und Götze. Und Martial. Mann, der ist doch so schnell. Ey, der könnte seine Schnelligkeit, wenn wir den ein bisschen besser schicken. Achtung. Thiago Silva steht richtig. Könnten wir eigentlich viel besser ausspielen, ey. Ja, dann kommt Ribéry, ey. Und dann kommt Ribéry und macht alles besser. Rolfes. Achtung, da ist die Flanke. Da ist wieder Kießling. Oh, schön gemacht von Kießling. Wir schwimmen.
Und ich hasse Schwimmen im Fußball. So, jetzt mal Tukic. Jetzt mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Ha! Denkste! Oh, der ist zu lang. Der ist zu lang für Martial. Ansonsten wäre der frei aufs Tor zugelaufen. Nein, nein, nein. Gut, das kann Mandzukic außerdem auch noch, ja. Die Bälle hoch und weit, lang und englisch. Eigentlich in den Strafraum rein spielen, Dude. Es ist doch kein Abseits von Martial. Oh, Pfosten. Oh, ein Tick zu spät. Ein Tick zu spät. Hätte ich sofort gespielt und hätte nicht nochmal diesen Schläger gemacht, dann wäre der auf und davon gewesen. So, Lahm gewinnt auch mal ein Kopfballduell. Klar, warum nicht? Ist doch das Normalste von der World. So, Götze. Nein, da wird Martial gedoppelt. Das ist echt schwierig. So, Götze. Schön wieder geholt. Götze, jetzt muss er spielen. Kein Abseits. Mandzukic. Ah, zu weit vorgelegt. Zu weit vorgelegt. So, Pogba. Ribéry, Pogba, die beiden Franzosen da im Zusammenspiel. Martial und Philipp Lahm. Nein, zu weit vorgelegt. Aber den hat Lahm, ganz stark. Guck mal, obwohl der so klein ist, hat er ein richtig gutes Zweikampfverhältnis, sag ich jetzt mal. Robben mit dem linken Fuß, das ist eine Position. Ach. Scheiß Schuss war das. Für, ich weiß nicht, Asimir Begovic, heißt der so? Mit Vorname? Asimir. Asimir Begovic. So, Sonders, Kiesling sind schon in der Nachspielzeit. Aufgepasst. Das ist Robbie Cruz nochmal. Kein Foul von Alaba. So, haben wir noch einen Angriff? Haben wir noch einen Angriff? Oh, der springt. Ah, nee, haben wir nicht mehr. Ja, so durchschnittliche erste Halbzeit. Also, das können wir auf jeden Fall besser. Beim 1-1 haben wir gepennt. Sonst welche Überraschungen. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut, sind alle noch relativ fit. Dann gehen wir jetzt auf in die zweite Hälfte. Und die muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser werden. So können wir uns sich präsentieren. Das ist erstmal scheiße für uns. Und leider gut für Dortmund. So, jetzt die Chance. Martial, muss er eigentlich machen. Da bleibt er eiskalt. Und macht sein sechstes Saisontor. Nach Vorlage von... Ah, Götze war's. War nicht mal Mandzukic. So sieht das doch aus. Einmal schnell kombiniert. Jetzt habe ich bei Skype eine Nachricht gekriegt. Ne, wenn das der Moritz ist. Ne, ich mache den so zu Sau. Ich habe den ungefähr fünfmal versucht heute anzurufen. Der ist immer, nee, ich habe keine Zeit. Ich habe Besuch von meinem Freund und so. Und sagte, wenn er das jetzt ist, ne, dann kriegt er richtig ein. Dann haue ich den mental so auf die Fresse. Ey. Nein, das ist ja von ihm geklaut, das wollen wir ja nicht. Nicht, dass er mich noch anzeigt, ne? So. Lahm, na, der ist weg. Der ist weg. Bender schießt Pogba an, den müsste Pogba haben. Hat er auch. Stark. Mandzukic. Stark gegen Toprak, ja, das schafft er nicht. Das habe ich nicht geschafft. Aber Ribéry. Ribéry, an zwei vorbei. Ribéry macht's alleine. Trifft nicht. Martial hat den. Mandzukic köpft. Zweimal! Tor! 15. Saisontor. Dankeschön. Aber dann brauchst du natürlich auch das nötige Glück, dass der Ball von Asimir Begovic wieder genau auf den Kopf von Mandzukic kommt. Da brauchst du einfach Glück. Aber trotzdem, 15 Saisontore nach nicht mal 15 gespielten Spielen. Spielen. Musst du auch erstmal hinkriegen. So, und da läuft er schon wieder. Aber diesmal kriegt er den nicht. Doch! Kriegt er. Komm, kriegst du. Jawoll. Mandzukic direkte Flanke, Ribéry. Auch mal fast ein Kopfballtor. Schade. Also Mandzukic, den kannst du echt überall schicken. Ja, ich hör's auf, von Mandzukic zu labern. Die Mannschaft besteht ja nicht nur aus Mandzukic, ne? Nicht, dass wir die eine vernachlässigen. Aber Leverkusen lässt uns jetzt Räume. Oh, spielt Götze diesen Traumpass auf Ribéry. Eine Drehung. Und Elfmeter. Nach Pfeif, jawoll. Ey, wie kriegen wir einen Elfmeter? Lol. Na, voll von Roberto Schnauzbart Hilbert. Aber es war auch ein Foul. So, eigentlich würde ich ja Mandzukic gerne schießen lassen. So, Mandzukic gegen Begovic. 63. Ganz locker. Souverän. 16 Tore. Alter, wenn er in dem Rhythmus weitermacht, ne, 4-1 übrigens. Wenn Mandzukic in dem Rhythmus weiter trifft, dann kann der am Ende der Saison locker auf 30, 35... Saison Tore kommen. Mindestens.
Und ich glaube, das hatte ich noch nie. In meiner gesamten, sagen wir, FIFA-Laufbahn. Ja, ich spiele FIFA seit 2002 im Karrieremodus. Ja, und ich glaube, seitdem hatte ich noch nie einen Spieler, der mehr als 30 Mal, nee, der mehr als 20 Mal getroffen hat oder so. Sonst hatte ich immer einen dabei, der, ja, so im Durchschnitt mal 21 Tore oder auch mal 24 Tore gemacht hat, aber noch keinen, der über 30 Tore hatte. Das wäre mal für mich auch ein neuer Rekord. Die Rekord-Bayern, ne? Was willst du da machen? So, also übrigens Shaqiri, Müller und Rodriguez ist gerade ein bisschen untergegangen für Robben, Ribéry und Mandzukic. Mandzukic darf sich für den nächsten Gegner schon. Hat jetzt sein ganzes Pulver verschossen. Und muss sich jetzt sein nächstes Pulver aufbewahren. So. Son kriegt er noch gegen Lahm. Schöne Flanke. Achtung! Oh, Neuer bisschen verschätzt. Castro, Achtung. Der kommt an. Das darf natürlich jetzt gar nicht sein. So, Götze. Martial, zack. Und einmal vorbei. Ah, denkste. Ah, Müller muss er sich schneller drehen, ey. Hätte auch mehr draus werden können. So, Hegeler. Reinhardt, das ist wieder Kießling. Aber Thiago Silva, der steht da hinten echt sein Mann, wie gesagt. So, Müller. Pogba, auch solide Leistung der Saison, ganz stark. Und Rodriguez auf Shaqiri, der ist frisch. Läuft er dem Hilbert weg? Ah, doch. So, in der Mitte jetzt Rodriguez. Na, hätte ich vorher flanken müssen, scheiße. Aber er hat noch den Alaba abgefällt. Es klappt halt nicht alles. Auch nicht bei den Bayern, aber das meiste. Shaqiri, jetzt spielen sie hier mit der Hacke. Martial. Lahm. Ach, fuck. Ich sag, der Lahm wäre, glaube ich, besser auf der anderen Seite aufgehoben. Oh, schöner Pass, aber das Neuer, den hat er. Sicher. Oh, Alter. Guck mal, die Leverkusener greifen vorne früh an, ey. Pressen. Weiß natürlich jetzt nochmal, was riskieren wollen, aber darf. Aber da ergeben sich Räume. Shaqiri, zweimal schnell gespielt. Oh, Shaqiri, brauchst du lange, um den Ball mitzunehmen. Das ist echt das Manko. Wir brauchen echt zu lange abgefälscht. Um den Ball dann wirklich mitzunehmen, ja? Wenn das Shaqiri ein bisschen schneller hingekriegt hätte, dann hätte da wirklich noch ein Tor draus werden können. Was? Was wäre jetzt gewesen, wenn das zum Beispiel in einem Champions-League-Spiel passiert wäre, ne? Finale, läufst frei aufs Tor zu und im Gegenzug kriegst du noch ein Gegentor, ja. Also können wir den nächsten Sieg schon mal buchen. Die nächsten drei Punkte sind auf unserem bayerischen Konto. Rodriguez, Götze, Müller. So muss das laufen. Müller gegen Toprak, der kann nicht mehr. Der ist eigentlich schon am Arsch. Müller gegen Bönisch und Toprak. Kommt da leider nicht vorbei. Rodriguez. Stark wiedergeholt von Jesus Rodriguez. Ja, der macht da Betrieb, ey. Der kommt jetzt auch immer besser rein. Rodriguez. Rodriguez gegen Toprak da. Martial kommt da nicht ran. Aber da unten kommt Lahm. Krieg ich da nicht. Ah, den krieg ich, den krieg ich. Bender, oh, auf Juiba. Juiba, Neuer. Stark gemacht, Lahm. Shaqiri, Götze und Martial. Und das ist auch schon vorbei. 4-1. Gewinnen wir also nach holprigem Start. Doch ganz souverän. Haben eigentlich nichts zugelassen. Deswegen auch, denke ich, hochverdient. Mandzukic Spieler des Tages. Guck mal, wie sich das auf die Tabelle auswirkt. Oh, nächstes Champions League Spiel. Rückspiel gegen Standard Lüttich. Guck gleich nochmal in der Bundesliga, wie es da in der Tabelle aussieht. Unser nächster Gegner, habt ihr vielleicht schon gesehen, in der Bundesliga wird dann Freiburg sein. Pokal? Oh, gegen Bremen haben wir schon gesagt, ne? So, wie sieht es in der Tabelle aus? Gut, Dortmund bleibt uns natürlich auf den Fersen. Auf Leverkusen haben wir jetzt erstmal 10 Punkte. Das ist erstmal ein beruhigendes Pflaster. Dortmund müssen wir, wie gesagt, im Auge behalten. Und gegen Standard Lüttich können wir dann schon, glaube ich, rechnerisch den Einzug in die K.O.-Phase perfekt machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüssi, euer Aspilfilm. Macht's gut und bleibt weiterhin schön sportlich.